Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Videogruppe über Muskelfasern. Heute geht es um das Thema Fast-Twitch- und Low-Twitch-Muskeln, worin sie sich unterscheiden und wie du herausfinden kannst, was für ein Typ du bist. Zunächst einmal, wo liegt der Unterschied zwischen Fast-Twitch- und Slow-Twitch-Muskeln? Jeder Mensch hat eine gewisse unterschiedliche Veranlagung, je nachdem, was für Belastungen ihm gut liegen. Zum Beispiel ein Ausdauersportler hat eine ganz andere Muskelbelastung als zum Beispiel ein 100-Meter-Sprinter. Slow-Twitch bedeutet im Prinzip langsam zuckend. Das heißt, wenn wir keine großen Belastungen machen oder Belastungen, die für den Körper besser gesagt nicht besonders anspruchsvoll sind, wie Gehen, Wandern, Schwimmen, Fahrradfahren, dort kommen alle Slow-Twitch-Muskeln zum Einsatz. Fast-Twitch ist alles, was an einer späteren Belastungskurve zum Einsatz kommt. Das heißt, nach unserer 8., 9. Kniebeuge im langsamen Tempo werden viel mehr Fast-Twitch aktiviert, um dafür zu sorgen, dass wir auch bei großen Belastungen noch das Limit halten können. Du kannst dir sicher vorstellen, dass bei einem Dauerlauf andere Muskelfasern beansprucht werden wie bei einem Sprint. Ja, man kann das auch trainieren, aber zum Großteil ist das Ganze Genetik und von vornherein vorbestimmt. Diese beiden Fasertypen unterscheiden sich hauptsächlich durch Farbe, Volumen und was für eine Art von Belastung sie aushalten können. Bis zu einem gewissen Grad kann jeder seine Slow- und Fast-Twitch-Muskeln trainieren, aber nur bis zu einem gewissen Grad, da viel davon Genetik ist. Dennoch könnt ihr bei eurer Wiederholungs- und Pausengestaltung darauf achten, wenn ihr eher in die Richtung Ausdauersport gehen wollt, viele Wiederholungen, kürzere Pausezeiten und darauf zu achten, dass der Puls über das ganze Training oben ist. Möchtet ihr gerne eure Fast-Twitch-Muskeln aktivieren und auf Schnellkraft gehen, sollten die Pausen länger gestaltet sein, die Wiederholungen kürzer und zum Beispiel mit Time Under Tension, das heißt lange, kraftvolle Bewegungen zu trainieren. Das war unsere kleine Einleitung in das Thema Muskelfasern. Wenn euch mehr dazu interessiert, schaut bei unserem YouTube-Kanal vorbei, abonniert ihn, drückt auf die Glocke und ansonsten findet ihr weitere Informationen unten in unserer Videobeschreibung. Macht's gut!